So Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen Super Mario RPG. Ich bin gehypt, ich bin gespannt. Ah, schaut schon mal geil aus. Ja, lass mich kein Gipf, lass mich kein Gipf. Wir sind anscheinend auch Level 1, also ich habe mich kurz ins Menü einschauen müssen. Das Einzige, was wir sowieso machen konnten, ist vielleicht höchstens den Schwierigkeitsgrad einstellen und dann ging es schon mal richtig los. Okay, wir haben Technik, wir haben Angriff, wir haben Items. Machen wir mal auf chillig, machen wir mal auf Angriff. Müssen wir ja mal herausfinden, weil viel erzählt wurde jetzt eigentlich im Prinzip gar nicht. Wenn wir sie ganz ehrlich sind. Einfach hier gleich los machst du. Und geht schon, gehen wir. Nein, einmal so eine Erklärung mit Angriff, Verteidigung oder irgendwas in der Richtung. Mit Superkräfte, mit Zahlfähigkeiten, nix, gar nichts. Alles klar, aber dafür würde ich sagen, ja, dann machen wir so einen Sprunghaberer. Au, und tschüss. Das deppert für das, dass der nur Level 1 ist, oder? Kann der echt gut einstecken. Echt sehr, sehr gut einstecken. Wahrscheinlich kann aber auch wieder sein, dass wir dann ein bisschen dezent wieder resettet werden. Das kann auch gut möglich sein. Aber schon richtig fein, das ist richtig cool. Voll lieb, voll lieb. Bin ich gespannt. Allein schon auch von Square Enix. Digi. Da erwarte ich mir was. Ich wollte gerade sagen, wie bist denn du da aufgekommen? Na, Viteri. Let's go fight. Da oben auch noch. Da oben auch noch. Na gut, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, machen wir gleich Technik. Machen wir gleich Technik. Na sicher. Hätte mir eher gedacht gehabt, so wenn ich jetzt einen Sprungbeam aufmache, könnte das ja vielleicht dezent wehtun. Der haltet echt viel aus. Für das, dass es normaler Schwierigkeitsgrad ist. Da eben auch noch. Perfekt. Was gibt's bei mir? Abwehr und Hilfe. Ja, genau, auf sowas habe ich auch ein bisschen dezent gegeiert. Ich würde mal sagen, wir machen mal alle Sprünge mal fertig, damit wir das auch einmal erledigt haben. Und jetzt würde ich eigentlich sagen, jetzt können wir eigentlich im Prinzip eh nur noch auf Angriff gehen und tschüss, Papa. Und sie ist ausgeschaut, Alter, wie so ein kleines Power-Up. Aber ich glaube, war ein Volltreffer. Na, warte, na, Bulli, na, warte, na, na, warte, na. Wie viel Schaden kann eigentlich die nicht erkennen, da ausholen. Ich frage nur für einen Freund. Ich frage nur die 10 für einen Freund. Er haltet aber echt viel aus, das muss man ihm sagen. Greif die Kette an, du bist echt lustig. Sonst kann ich nur die 2 machen. Ja, dann mach weiter, mach weiter, mach weiter. Irgendwo wird das schon was. Hoffe mal, zumindest. Bitte sterben. Safe, safe. Au, jetzt ist die Kette Meier gegangen. Na, immerhin, na, immerhin. Man schaut doch, kommt wieder. Ui, geht das gefährlich werden. Alter, haltet echt viel aus. Was ist jetzt schon am Anfang so viel? Irgendwas muss, irgendein Ereignis oder sonst was muss kommen, weil das ist doch dezent zu viel. Das ist doch definitiv zu viel des Guten. Na, bye bye. Oh shit! Voll da, Robert, das ist geil! Das wär's, Alter, wenn ich jetzt die Beach retten müsste. Na moin! Aber hier schon wieder schießt der Hund! So ein Battle aber! Wie tief ist denn der Scheiß, bitte, Alter? Hammer! Wie weit fällst denn da bitte noch? Das gibt's ja nicht! Die fallen noch immer, gell? Wie viele Stöcke hat denn der Scheiß hier? Wir sind jetzt mindestens 30, 40 Stockwerke runtergefallen. Der haupt einfach rauf. Alter! Was ist denn das? Was ist denn das, Digi?
Ach du Scheiße. Ein Wahnsinn, ey. Echter Wahnsinn. Na schau, was haben wir denn hier Schönes? Ah, ich sehe schon, wir werden wahrscheinlich bei allen Bereichen mal vorbeischauen, wo das jetzt herumfliegt. Safe, 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 safe. Süßer Start. Echt lieb. Echt, echt lieb. Also taugt mir schon mal. Nicht schlecht. Wäre natürlich doch geiler, wenn er vielleicht ein bisschen der ein oder andere Sync rauslassen könnte, aber passt schon. Ist trotzdem was Feines. Ist trotzdem Feini. Ein Feini ist es. Das erinnert mich jetzt gerade irgendwie an dieses Super Mario Restaurant. Wo sie auch die ganzen Pilze und Tots und alles drum und dran gegessen haben. Sau geil, sau geil. Schön, dass die warten auf mich, bis deppert. Er macht sich ja gemütlich, na immerhin. Was der? Er braucht da ein bisschen mehr Pause, der Abra. Jetzt ist eher wieder die Frage: Wie macht man denn das? Kann man da vielleicht auch das ein oder andere mitnehmen, ein bisschen einsammeln? Aber anscheinend ist das Essen hinten. Alter, das ist ja das. Wird einfach rausgeworfen aus dem Schloss. Alles drum und dran. War nicht einfach bei sich daheim. Alter, wo süß mehr oder besseres wie ein Dachsler, Alter. Dachsler verlangt sogar noch währenddessen. Ich hab irgendwas im Auge. Dreck oder so. Das tut mir jetzt echt leid, dass das jetzt so ist. Echt, echt schlimm. Ich hoffe, dass wir da vielleicht sogar zusätzlich das ein oder andere Geheime finden. Das wäre cool. Wär echt, echt cool. Aber mein Auge tut jetzt verdammt nochmal weh. Ich weiß nicht wieso oder was. Oder was schon mal wieder los ist, aber okay. Passt. Richtig brennen. Wird dich jetzt irgendwas Scharfes in der Hand gehabt? Bist du deppert? Das Einzige, was scharf ist, bin ich, oder bist du deppert? Haha, der war schlecht, der war richtig schlecht. Ach du Scheiße. Bist deppert, reißt dich nicht an. Leck mir mal. Entweder muss ich kurz Pause machen oder ich weiß nicht. Oder siehst du mir die ganze Zeit nur. Let's go, Mario! Ah, gut zu wissen, also ich muss immer speichern, immer regelmäßig speichern, alles klar. Also wenn ich so ein Haverer sehe, muss ich wieder aufpassen, entweder oder. Ich bleib dabei und speichere und höre dann auf mit dem Stream, zum Beispiel jetzt wie bei Alan Wake, oder ich mache halt einfach weiter. Das kann gut möglich sein. Entweder oder, hätte ich jetzt gesagt gehabt, entweder oder. Aber schön, schön, dass du auch da bist. Passt, ich jetzt gesagt gehabt, machen wir das am besten. Kann ich da irgendwie drucken oder? Aha, das ist aber leibend. Einfach so draufhupfen. Das ist es. Ah, voll lieb, Alter, voll lieb. Ja, saugeil. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Es hat eh geheißen, wir müssen wieder ins Schloss. Au, das kann was werden. Au, das kann was werden. Mach dir wieder Home Sweet Home und wir fliegen wieder. Kilometer weit. Das wär's. Wieso habe ich nur das dezente Gefühl, dass jetzt vielleicht die Runde ein bisschen schwerer sein könnte? Gebet, du scheißt dich ja nicht auf ein Riesenschwert, oder? Immerhin. Boah, das wär's! Wenn dann Browser einer unserer Crewmitglieder werden könnte. Oh, das wär ja saugeil! Wenn man gemeinsam quasi gegen das Schwert dann am Ende des Tages kämpfen müsste. Oh. Aber ich glaube, das Spiel ist ab und zu ein bisschen zu laut, das kann möglich sein. Ich hoffe eh so gut wie möglich, dass es eh alles passt, von der Lautstärke her.
1 zu 1 wie Final Fantasy 1. Digga, 1 zu 1. 1 zu 1 und wie Strangers of Paradise. Ach du Scheiße. Haben wir mal wieder die Referenz zu Final Fantasy. Saugeil, saugeil. Sowas liebe ich, sowas liebe ich. Oh mein Gott. Sowas haben sie ja richtig, richtig geil gemacht. Können wir da irgendwas machen? Ob wir was vergessen haben, ist echt... ja. So gut wie... die Brücken. Der kann ja fliegen, der Bruder. Wen er will, wen er will. Er macht wieder auf Super Mario Galaxy. Der Sound im Hintergrund ist saugeil. Erinnert mich auch dezent wieder ein bisschen an Pokémon. Da kriege ich wieder einen Gust auf Pokémon. Digga! Ah, Wahnsinn! Perfekt. Hebe ich mal auf, weil es hat eigentlich relativ gut ausgeschaut gerade mit den TP. Oder KP in dem Fall. Und da haben wir unseren ersten Gegner. Let's go, oder let's go. Wir wissen schon Bescheid. Wir haben schon lernen dürfen. Definitiv. Sonst kriegst du einen auf den Deckel. Alles klar. Oh, gleich 3 Pilze, ja moin, ja saugeil. Wäre es vielleicht sogar dezent gar nicht mehr so schlecht miteinander zu reisen, ich meine ja nur. Damit wir es vielleicht ein bisschen besser, leichter haben gegen die bösen, bösen Buben. Jo. Ich gehe jetzt durchkämpfen, ich muss mir jetzt durchkämpfen, ich muss mir jetzt ausprobieren. Passt, Techniken ganz normal. Okay, tot Hilfe. Okay. Ah, jetzt machen sie wenigstens schon mal ein bisschen mehr Schaden. Passt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber da kommt, das bleibt dabei bei einem Schaden, oder? Ich bin. Es gibt 2 Schwierigkeitsgrade. Ich habe sogar den normalen, also den härteren Schwierigkeitsgrad genommen. Aber schon doch kommt, du wirst mich forschen. Die sind nicht so stark. Aber wir können es gern machen. Also sind normalerweise nicht so stark, dass ich jetzt unbedingt. Quasi das ein oder andere gebrauchen müsste. So die Spezialfähigkeiten her. Da hebe ich es mal lieber auf. Da hebe ich mal lieber die Spezialfähigkeiten auf. Ist lieber. Ist besser. Aha. Na was? Ja, mach sicher jetzt aber mal einen Pütz. Sicher, sicher und weiter geht's. Haha. Na Doktor, ich bin wieder auf Feuer und Flamme. Ich hab wieder keinen Bock auf mein Bett, das ist gut. Oh, gib Gas, Digi, komm schon. Wenn wir dann sowieso auch zu zweit sind und alles drum und dran oder zu dritt, wird das richtig, richtig geil. Ich bin sowieso gespannt, was das Maximum wieder am Ende des Tages ist. Ich rechne irgendwas mit 3. Vielleicht, dass wir noch einen 4. Haverer dabei haben könnten. Das wäre cool. Okay, der macht schon wieder 4 Schaden. Dementsprechend ist mir das lieber sicher, sicher. Ich mache einmal eine Heilung. Er soll daherkommen. Ah, okay, passt. Einmal 2 und einmal 4. Daneben. Die ist die Fnetze, aber die ist die Fnetze. Kombo, ja moin. Bin aber auch gespannt, was ich dann wieder mit den Münzen kaufen kann. KP voll. Aha. Durch diese jeweilige Kombo hätte ich mir KP wieder aneignen können. Das ist cool. Das ist auch nicht schlecht. Kann man das ein oder andere vielleicht tendenziell ausnutzen? Finde ich gut? Finde ich definitiv. Level up! Ja, Mann! Sehr gut! Ja, da ist definitiv was gestiegen!
Bist deppert? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, da kann ich noch extra Bonus. Ja. Ja, wird definitiv nicht schlecht. Geile Kiste. Digga, geile Kiste. Ja, moin. Ich glaube, ich bin jetzt schon in das Game verliebt. Ich glaube, ich bin jetzt schon verliebt, Digi. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Was war denn das, was wir da gekriegt haben? Sagen wir mal, ja, aber. In der Pflanzerle. Oh, haha, ganz rechts, haha, ja Mann. Yoshi, juhu. Sehr gut, sehr gut. Yoshi haben wir, wichtig und richtig. Perfekt. So, ein Haberer weniger und den nächsten Haberer ab. Easy, easy. Honigsirup. Ja, da werden wir wahrscheinlich das ein oder andere basteln können, rechne ich jetzt irgendwie damit. Wir werden safe das ein oder andere basteln können am Ende des Tages. Aber ich finde die Station, alles drum und dran, echt, echt lieb. Da haben wir volle Wäsche. Alles echt lieb gemacht. Man merkt halt einfach, sie haben wirklich quasi versucht gehabt, so nah wie möglich am Original zu sein, aber dennoch ein bisschen was Neues zu bieten, grafischen Stil her, natürlich eh auch ein bisschen an Fortschritt, ist eh klar. Ein bisschen was wollen sie natürlich auch zeigen, dass ein bisschen was vorangegangen ist durch die ganzen Jahre und alles. Und das sieht man, das merkt man. Gerade wenn man die Animation von den ganzen Charakteren sieht, voll lieb, voll geil. Erst recht, wenn man mal so ein Vergleichsvideo sieht von früher und von jetzt. Das ist ein Weltenunterschied. Ist richtig so Weltenunterschied vom Design. Das sieht man dann erst wirklich, wenn es soweit ist. Das ist ein Wahnsinn, das ist saugeil. Aha, okay. Ich hab mir gedacht, ob die probier's einmal. Mehr als wie, geh mein oder geh in Arsch, kann ja eh nicht sein. Das erinnert mich jetzt gerade am Farmen ein bisschen wie die Wildschweine aus South Park. In WoW oder Digi. Also so wirklich viel passiert jetzt gerade ehrlich gesagt noch nicht wirklich so schwierigkeitsgrad technisch. Aber so wie ich Square kenne, normalerweise schon, aber Nintendo macht es dann doch eher so familienkinderfreundlich das Game. Ich glaube auf normal, wenn wir aber trotzdem einen relativ guten Schwierigkeitsgrad haben. Jetzt ist natürlich halt noch die Einführung und lernen mal das Spiel kennen und alles drum und dran. Und dann werden wir wahrscheinlich die ein oder andere richtig heftige Mechanik haben vor uns. Hätte ich jetzt mal gesagt. Du bist schon wieder so hoch, oder? Warte. Ich hab dich gesehen, Junge. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist dann auch wieder die Frage, ob es dann auch noch zusätzlich zu den ganzen Sachen irgendwelche Items gibt, wo du das permanent in die Höhe stocken könntest, wie Angriff, Verteidigung, KP und alles drum und dran, ins quasi aufs Depperte, aufs Unendliche angelehnt. Also dort, Digi. Wie oft muss ich denn bitte noch retten, Haberer? Gibt's ja nicht. Eieieiei. Ja, Wahnsinn, wie oft wir den Haberer retten müssen. Schon schlimm. Schon sehr schlimm. Mich würde es aber auch noch interessieren. Normalerweise so ein Final Fantasy Game war früher so im Durchschnitt so 20 bis 40 Spielstunden. Würde mich auch interessieren, wie weit die dieses Spiel von der Spielzeit auch gemacht haben dann im Endeffekt. Ich will mich zwar jetzt nicht auf eine Hinsicht spoilern lassen, aber spielzeitentechnisch würde mich echt interessieren. Boah, dabei bleibt. Ja, nein. Ja, was? Willi? Muss ich extra hupfen oder wie ist das? Okay, du. Okay. Dich interessiert es gar nicht, dass ich da bin. Alles klar.
Weil manchmal habe ich so das Gefühl, wenn du normalerweise auf den einen oder anderen draufhüpfen würdest, solltest du nicht eigentlich vielleicht dezent mehr gehen? Würde mich jetzt interessieren. Normalerweise schon, oder? Normalerweise sollte der Meier gehen. Und wenn ich den Sprungangriff mache. Ich meine ja nur. Ich glaube, der hat immer wieder Neiche dazu. Das will ich jetzt unbedingt ausprobieren. Ja, finde ich aber gut, dass sie sowas gemacht haben. Wirkungslos und das Ganze. Das ist echt wichtig. Ja, nächste Runde bauen wir dann jetzt mal wieder ein bisschen Heilung. Wichtig, perfekt. Nun kannst du vielleicht dann irgendwann mal langsam ein bisschen kritisch werden, wenn du kein Pilz mehr hast. Kann man unendlich Pilze kaufen? Ja, ich will unendlich Pilze kaufen, aber wie? Oder vielleicht auch mal Glück und wir kriegen einen Pilz aus, das kann auch möglich sein. Aber ich glaube, geldtechnisch werden wir das ein oder andere rausholen können. Aber wie er herumwirft, der Hund, bist du deppert. Ich werde jetzt sicher aber jetzt nicht eh jeden bekämpfen. Ist eh klar. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Gehst mir auf den Hammer, Bruder. Ah, ich kann wenigstens sogar noch trainieren gehen. Ja, moin. Wenn mich der Hammer am Arsch geht, oder trainiere lieber. Ist besser. Ist mir lieber. Dann schaue ich, dass ich vielleicht doch tendenziell auf Level 5 komme. Aber safe. Das könnte eine Schwäche sein. Ja, anfällig. Ja, genau. Sehr gut. Das ist leibend. Wenn du siehst, so ein Haverer, der was fliegt. Beep, fein. Das Einzige, was ich wirklich noch aufpassen muss, ist auf die Kapelle. Alles aber eh klar. Vielleicht schaffen wir es, dass sogar der Tod auf 100% kommt, weil vielleicht könnte man das tendenziell gebrauchen für den jeweiligen Boss. Wäre echt nicht schlecht für den jeweiligen Boss, dass wir da den Tod auf 100% kriegen. Das war jetzt aber ein bisschen mutig. Mutig und deppert, hätte ich jetzt gerade gesagt. Mutig und definitiv deppert. Aufpassen, Haverer. Sonst ist gleich alles auf Reset, gell? Das ist ein alter Klassiker. Da wird alles beinahe der Freeset gemacht, wenn ich einmal stirb. Du Volltrottel, du.